Hallo liebe Freunde des Handpumpenspiels, schön, dass ihr reingeklickt habt bei Handpumpen unter der Lupe. Heute habe ich euch die FSH mitgebracht. Die FSH ist von der Firma The Puppet Company. Die F hat wirklich sehr viele Details, das muss man sagen, eine detailverliebte Puppe. Sie hat etliche kleine Kettchen, einmal um den Hals, um die Handgelenke bzw. an den Armen. Dann unten an den Fuß ist nochmal ein kleines Kettchen und unten an den Schuhen sind Eicheln angebracht mit Blättern. Wirklich sehr schöne Details, die eigentlich beim Handpuppenspiel auch so ein bisschen ablenken und nochmal so einladen, aber auch gleichzeitig den Zuschauer nochmal genau hinzugucken, was ist das für eine Puppe. Was auch noch mit dabei ist, ist eine kleine Umhängetasche und in dieser kleinen Umhängetasche ist eine kleine Fingerpuppe, eine kleine Eule. Wirklich ein sehr nettes zusätzliches Detail nochmal. Muss man allerdings mit den eigenen Fingern dann bespielen, das geht mit der Elfe selber nicht so gut. Und was noch ein Nachteil ist, so finde ich, ist es ein Spielstab für die Hände mit beigelegt, allerdings ist dieser ja nicht optimal an der Puppe anzubringen bzw. an der Hand, und ich mache das so, wenn ich die Hände bespielen will, dass ich dann das ungefähr so mache. Und was kann man noch über dich sagen, Sage? Ja, eigentlich war es das soweit. Der Eingang des Klappmauls befindet sich an der Rückseite, ungefähr unter der Mütze, ist innen sehr schön. Was ich nicht so gelungen finde, ist der etwas große Mund. Ist doch etwas abschreckend. So finde ich meine persönliche Meinung. Ich finde, den hätte man noch etwas kleiner machen können. Vielleicht hätte die Puppe dadurch dann noch etwas sympathischer gewirkt, beziehungsweise etwas schöner. Aber nichtsdestotrotz wirklich sehr schön. Das Innenmaterial im Klappmaul ist angenehm, bespielt sich angenehm. Es ist eine Art Moosgummi, was dort ist. Und das heißt, man rutscht auch nicht so schnell mit der Hand raus. Und wenn er rausrutscht, dann könnt ihr natürlich dann diese Bewegung machen und schon seid ihr wieder richtig drin. Ja, das war's. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinklickt bei Handpumpen unter der Lupe. Tschüss!